Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Da wird als Beispiel, kritisches Beispiel erwähnt, das Gladbecker Geiseldrama. Ach, die Nummer 88. Ich kann sie nicht mehr hören. Können Sie nicht mehr hören? Wir haben als Tondokument, hätten wir das kurz da. Ne, Sie können es ja einspielen, aber ich kann es deshalb nicht mehr hören. Natürlich sage ich dazu was. Ja. Weil die Idee war damals, das ging ja über mehrere Tage irgendwie. Ja. Und wir saßen tatsächlich in der Mittagskonferenz um 14 Uhr zusammen und sagten, Mensch, es gibt nichts Neues. Und alle berichten das Gleiche. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ich rufe mal in der Bank an. So, die Banken, die ich kenne, die haben dann immer irgendwelche Hinterräume und Sozialräume. Und da gibt es auch Büros hinter Milchglasscheiben und so. Mhm. Vielleicht erreichen wir irgendeinen der Bankangestellten, die uns irgendetwas sagen kann. Mhm. Und dann ist dieses... Mit Verlaub gesagt, und das bitte ich nicht rauszuschneiden, dieses absolute Arschloch Ligowski dran. Also einer der Bankräuber. Ja, der Verbrecher, das sind knallharte Verbrecher gewesen. Also das Bankräuber ist ja noch... Der hat zwei Menschen umgebracht. Ronald Bix ist gerade gestorben und wird hochgehypt, aber der hat eben zwei erschossen. Die haben die kaltblütig erschossen. Ja. Und das hätte jeder andere, ich schwör's Ihnen, wenn sie nur auf die Idee gekommen wären, vielleicht anders anmoderiert. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich es anmoderiert habe, das weiß ich alles nicht mehr. Aber hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Es war einfach die Suche nach, wir hatten nichts. Also die Jüngeren vielleicht, die es nicht so wissen, es ist also eine Geschichte gewesen, zwei Bankräuber haben in eine Bank ausgeraubt, haben dort Geiseln genommen, sind hinterher mit dem Auto durch halb Deutschland und wurden tagelang von einer Journalistenmeute im Grunde genommen verfolgt und wurden in der Kölner Innenstadt sogar interviewt, während sie die Geiseln diese Geschichte zum Beispiel, ja. Da wo auch Frank Plasberg dann stand übrigens dabei. Genau, wobei Frank Plasberg auch gesagt hat, wir recherchieren richtig, verlassen uns nicht auf Wikipedia, das nur nebenbei, Herr Kollege. Aber das hat aber zu Oskar Lafontaine gesagt, das fand ich besonders gut, ja. Der daraufhin noch stärkere Halsschlagadern bekam, was ich noch besser fand. Ja. Diese Nummer da zum Beispiel, da haben die ja auch interviewt. Ja, ja. Da steht der Typ aufgelehnt, hat so eine Fluppe in der Fresse. Ja, ja. Also ich kann mich da furchtbar drüber aufregen. Und wir wollten halt zeigen, was das... Ja, habe ich erzählt, muss ich nicht wiederholen. Wir haben das ganz kurz mal da, dieses Telefonat zwischen Ihnen und dem Ligowski. Wer sind Sie denn bitte? Jawohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das war die 300.000 Mark fordern, Handschellen fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geisel nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? Zunächst nicht, wir wollen sie mitnehmen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Sagen, na nun gut, man kann sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Also wenn ich das jetzt höre, Entschuldigung, wenn ich da jetzt gleich weitermache, es ist Ihre Sendung, nicht meine, aber wenn ich das jetzt höre, im Grunde genommen waren das ganz normale Fragen, aber im Grunde genommen, zweite Stufe waren es auch idiotische Fragen, wo wollen Sie denn hinfahren, also wenn der mir sagt, wo er hinfährt, ja. So, aber wozu brauchen Sie die Handschellen zum Beispiel? Das fand ich schon so. Ja. Ich war ja selbst erstaunt. Das merkt man ja auch. Ich wusste gar nicht, ich dachte, was? Ich bin der Bankräuber? Ja. Also man muss ja zu Ihrer Ehre nennen und sagen, bei dem Fall hat sich eigentlich kein Journalist mit Ruhm bekleckert. Eigentlich waren die Leute drei Tage teilweise wie von Sinn, die Journalisten. Kann man ja. Das ist ja gar nicht mehr erklärbar teilweise. Aber wissen Sie, ich finde das grundsätzlich nicht verwerflich, wenn man versucht, das ist ja auch eine Quelle letztendlich, eine journalistische Quelle, wenn auch sicherlich eine bedenkliche. Mhm. Wenn der jetzt da, ich sag mal, politische Manifeste verlesen hätte oder ich weiß nicht was, dann wäre das sicherlich noch bedenklicher gewesen. Also im Klartext, es war bedenklich, aber es war machbar. Mhm. Aber es hätte nicht weitergehen dürfen. Mhm. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.